Und herzlich willkommen zu... Sief mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Und das ist aber auch komische Erde. Ich meine, teilweise sieht das Spiel ja richtig geil aus. Wenn ich mir das hier angucke, die Texturen von der Mauer, wunderbar. Aber wenn ich das hier sehe, das sieht eher aus wie Schimmellandschaft. Wenn das jetzt hakelt und ruckelt und wieder aussetzt, kann das durchaus daran liegen, dass ich wieder auf den anderen Grafikkartentreiber umgestiegen bin. Weil... Seltsam ist das, ne? Irgendwie verschluckt er sich hier. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil ich hier das Licht anhab. Ich spiele mal. Um den jungen Mann, da wollen wir uns ja kümmern. Wir müssen ja hier rein zum Architekten. Ne? Das sagt ja auch unsere Aufgabe. Verschafft ihr Zutritt zum Haus. Na toll. Naja gut, ist ja nicht mehr weit. Da hinten geht's hoch. Das sehe ich so schon. Aber mein Rechner kann das jedenfalls nicht liegen. Der ist stark genug. Ist bloß immer dann wieder traurig, wenn man denn jetzt überlegt, das Spiel ist bestimmt ein Jahr alt oder knapp. Und es gab ja auch Updates, soweit ich weiß. Und es hat immer noch Problemchen. Wenn der Mistkerl meine Armbrust nochmal als Türpuffer benutzt. Ja! Ich benutze deinen Kopf als Puffer für meinen Knüppel. Hört sich blöd an, ich weiß. Ach so, denn... räumt man ihn leer. Gut. Das Gold haben wir uns geholt. Hier ist er auch ziemlich hell, muss ich sagen. Ich werde mich mal hier in der Ecke verstecken. Wenn ich darf. So, und dann drücken wir mal F5. Vielleicht kriegt es sich wieder ein. Ich bin ja... Scheiße. Ihr habt es alle gesehen. So, ich gehe jetzt in die Ecke und schäme mich. Ich bin gleich wieder da. Nein! Settings. Quit. Jetzt startet er den scheiß Java-Downloader. Der bleibt auch im Vordergrund. Kann ich den nicht einfach... Wo ist denn der? Wo ist denn der? Hier ist er nicht. Da. Abschießen. So. So, da bin ich wieder. Ah, Gott. Ah, das Gehakel nervt ein wenig. Das ist so eine Leiter, die dann runterklappen kann, ne? Na, ich will ja hier rauf. Bin ja nun über die Rohrleitung geklettert. Wo ist eigentlich meine Karte hin? Da. Wusste ich's doch. Da oben ist ein Fenster auf. Oder eine Tür oder irgendwas. Oder ein Zugang. Eastwick Wartungsschacht. Hat sich in seinem Studierzimmer verschanzt? Eastwick, genau, ja. So heißt er. Unglaublich, wie mühsam es ist, eine Speisekammer zu füllen. Das ist absurd, Tilly. Die Männer des Barons haben Theodor abgeführt wie einen gemeinen Dieb. Das ist sicher ein Missverständnis. Oh, sie haben ihre Befehle. Das haben sie gesagt. Befehle. Aber er kommt trotzdem nicht aus seinem Studierzimmer. Er ist schon recht lange da oben. 3 Nächte? 4? Oh, der muss schon stinken. Selbst jetzt, wo wir diese Stadt verlassen, gehört sein Herz seiner Arbeit. Seine Frau ist nebensächlich. Sorry. Wir speichern mal. Wieso sprecht ihr nicht mit dem Meister? Ach, Theodor hört mir schon lange nicht mehr zu. Außerdem tue ich nichts, um diesen Rüpeln zu helfen. Früher hätte ich alles gegeben, um hinter diese Tür zu sehen. Irgendwann gab ich es auf. Ein flüchtiger Kuss am Morgen. Der Opiumgeruch an seinem Rock. Heirate niemals einen Künstler, Tilly. Ja, my lady. Opium für alle oder nur für mich? Ah, ihr
Hier sind so viele Sachen. Was hast du nur für Dummheiten gemacht? Liebster, my lady? Theodor, ist es wichtig, was die Leute von ihm halten. Ich sagte ihm, er würde an seinen Werken gemessen, nicht an seinem Verhalten. Er hat mich natürlich ignoriert. Jetzt kann er in seinem Studierzimmer darüber nachdenken, während wir hier festsitzen. Was, wenn er nicht kommt, my lady? Wir gehen so oder so nach Blackbrook. Theodor kann ja nachkommen, wenn er kann. Ich habe die Stadt noch nie verlassen. Das wird für uns alle sehr aufregend. Ein ganz neues Leben. Bitte, erwähne die Stadt nie wieder. Allein der Gedanke an sie raubt mir den Schlaf. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. My lady, soll ich die Schatulle des Meisters einpacken? Seid unbesorgt. Ach, mir tut der Rücken weh. Geh da mal weg. Was sind das nur für schreckliche Zeiten? Scheiße. Das Geruckel nervt aber auch. Ich glaube, ich muss das danach nochmal neu starten. Ich werde krank. Das spüre ich. Tut mir leid. Ah? Alles in Ordnung? Hilfe! Ich glaube, das war nicht gut. Ich lege sie aufs Bett. Da, hab ich doch brav gemacht, ne? Ich glaube, die hat sich versteckt. Halt! Ich speichere mal noch nicht. Was? Eine Leiche! Das war nicht gut. Nein, 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 das... Leiche? Ich wollte sie doch nicht töten. Da muss ich versuchen, da vorbeizuschleichen. Ob das geht, weiß ich nicht, aber so geht's auch nicht. Harte Zeiten. Wir gucken mal, ob ich das Schloss geknackt kriege. Ich hätte mich einfach oben verstecken sollen. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Gib zu, ich bin schon ein bisschen angespannt. Deswegen habe ich auch so wenig erzählt bisher. So. Edelstein besetztes Ei. Oh, fein. Ich muss schlafen. Könnte versuchen, oben lang zu gehen. Komme ich da wieder hoch? Die hat Ohrringe, deswegen glitzert das. Aber ich lasse die beiden mal. Alte Götter, neue Götter, mir hören sie Leben. Zu. Sagten, wo ist meine Karte eigentlich hin? Hier kann ich mich drin verstecken. Gehen wir mal hier lang. Oh. Oh! Was ist denn jetzt los? Ein Dieb! Wie geht das denn? Inventar voll. Kann ich hier hoch? Lass mich in Ruhe! Wieso? Ich bin verwirrt. Wie haben die mich denn jetzt gesehen? Scheiße. Ich bin weg.
Oh, es lässt nach. Wo sind denn die beiden Damen hin? Vielleicht ist das ja ein Albtraum. Ja, das muss es sein. Kommt sie hier wieder lang? Da geht sie rein, da geht sie rein. Geht rein! Ich will euch doch nichts tun. Ein Königreich für einen Kaffee. Da kommt die da beide rausgelaufen. Weil ich den Safe aufgelassen habe? Mysteriös. Ich mach mal das Licht aus. Oh, das ist so schön dunkel. Ich hoffe, man sieht noch was. Hier ist erstmal nichts. Hier ist es jetzt erstmal dunkel. Ich durchforsche hier alle Räume. Lichtkeiten. Theodore Eastwick, Diener des Löwen. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen. Ah, ich bin dicht dran. Es hat keinen Sinn, hier draußen zu warten. In das Studierzimmer Eastwick, komme ich nur mit Geschick. Es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Ach, hier. Meister Eastwick, öffne die Tür! So. Wartet. Bei allen toten Göttern. Das klang aber dicht. Oder ist das hier unten irgendwo? Ach, das ist da unten. Ja, wenn ich rachsüchtig bin. Nur aus dieser Stadt geworden. Wer könnte ich den da oben runterschießen? Ich muss mal auf die Karte. Also irgendwo ein Karte ansehen. Heimer Eingang? Jedenfalls habe ich den Meister schon oft hier reingehen sehen. Und als ich nach ihm sah, war der Raum leer. Habt ihr ihn denn nie nachspioniert? Natürlich nicht. Das steht mir nicht zu. Ich bin dicht dran. Ihr redet, als wärt ihr eine Adlige. Wenn ihr dann fertig seid. Oh, Scheiße, verdrückt. Schon gut, schon gut. Macht nur. Ich sehe mir den Raum mal an. Geheimer Eingang? Der kommt wie gerufen. Ich muss schlafen. Euer Meister Eastwick. Hey. Was war das? Sieh dich mal um. Den Vogel habe ich nicht gesehen. So. Wenn ihr da seid, Eastwick, bleibt lieber in eurem Versteck. Ich hab jemanden gesehen! Hilfe! Waffen! Ich habe nicht viel, aber nehmt es! Nein, nein! Ich brauche jetzt mich nicht mehr verstecken. Ich sammle jetzt erstmal ein. Sicher richtig. So, und dann gucken wir mal. Alles klar, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt hier genug Ruhe. Andere Seite war ja auch wieder klar. Halt, da war er. Kann ich nicht speichern? Manchmal haut das nicht hin. Und ich weiß nicht wieso. Jetzt speichert es. Jetzt ruckelt es. Muss ich nach unten oder nach oben? Nach oben, ne? Oh, ein Turbolift.
Sorry für die Ruckelei. Den Anblick seiner einstürzenden Werke genossen? Tja, ich muss ihn leider dabei stören. Ich brauche diese Pläne. Irgendwie... Fallen sind hier nicht. Hier ist ein Schalter. Das erklärt seine mangelnde Kooperation. Erst Cornelius, jetzt Eastwick. Mit dem Baron Geschäfte zu machen, ist wohl schlecht für die Gesundheit. Ja, so schaut es aus. Gebaumelt hätte er so oder so. Durchsuche das Studierzimmer nach den Plänen des Bergfrieds. Theodor Eastwick, Diener des Löwen. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen. Also ich werde nach dieser Folge das Spiel nochmal, vielleicht auch den PC nochmal neu starten. Das geht ja gar nicht, das Gerucke. Halt. Da hinten liegt was. Was liegt da? Hier haben wir Pläne. Was ist das? Ach, das ist was Wertvolles. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tut mir leid. Ich glaube, hier muss ich gegenschießen, kann das sein? Aber wir nehmen eins. Da ist was rausgefallen. Was Wichtiges. Hast du gehört? Wir wissen, ihr seid da drin, Eastwick! Warte hier! Ich glaube, der Schildmann kommt. Oh. Der Schildmann? Lasst mir Zeit! Halt! Meister Eastwick! Öffnet die Tür! Du warst wohl selbst der größte Bewunderer deiner Werke. Oh, löse das Diorama-Rätsel. Was? Ein Füller. Ach, mehr nicht. Das Diorama-Rätsel. Komm, 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 komm. Oh. Sorry, sorry, sorry. Aber ich kann jetzt hier nicht mittendrin aufhören. Legt der Kerl da drin Patiencen oder was? Das ist das Modell, das mich interessiert. Ich muss wohl damit spielen. Das Modell aufstellen wie das Gebäude. Bevor das Gebäude einstürzt. Oh. Oh. Das ist zwecklos. Ohne Schildmann, der die Tür einschlägt, stehen wir hier morgen noch. Nein. Eigentlich ist das doch so richtig, ne? Da unten kann ich nichts machen. Oder ist das richtig? Das ist richtig. Theodor Eastwick, Diener des Löwen. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen. Und jetzt? Stiehl die Pläne und entkomme. Starte gleich neu. Keine Bewegung, denk nicht! Der Architekt ermordet! Auf frischer Tat ertappt! Tötet ihn! Ein Parcourslauf! Hä? Hätte ich da reinlaufen müssen? Ja.
Das müssen wir jetzt durchstehen. Das wird ja eine Aktion mit dem Geruckel. Vielleicht hätte ich durch die Tür gehen sollen da. Och, das jetzt noch jedes Mal? Ach du Scheiße. Kann man das abbrechen? Spiel? Nein, ich kann nur pausieren. Keine Bewegung, denk nicht! Der Architekt! Ermordet! Auf frischer Tat ertappt! Tötet ihn! Nein, das war richtig. Kann ich jetzt? Jetzt muss ich wieder. Ah, jetzt muss ich wieder. Oh, 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 oh. Und was passiert jetzt? Oh, mit Seil. Aua. Hat ja doch weniger geruckelt, als ich dachte. Sind wir entkommen? Mal sehen. Diese Öffnung im Fundament, ist das ein Entlüftungsschacht? Bestimmt. Dort einzubrechen wäre Selbstmord. Und schon ist das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und was ist das? Der Tresor des Barons. Er soll so groß wie ein Haus und voller Gold sein. So, Kapitel 4, Bergfriedpläne. Ja, die habe ich gefunden. Journal schließen. Sagt mal... Spielerfortschritt? Nein. Ich will mal kurz was schauen. Nein. Ziele. Nein. Hier fehlen mir noch... Das sind Berichte, die mir hier fehlen, ne? Dokumente. Kapitel 1, Kapitel 2. Ja. Ich überlege gerade, ich habe ja hier nur meine begrenzten Ziele. Ja. Ich bin ja mal gespannt, wie das weitergeht. Gescheitert? Was ist gescheitert? Bleibe unentdeckt. Ja, okay. Führe 8 Taschendiebstähle aus. Oh. 10 Kills oder K.O.-Schläge. Da hatte ich gar nicht so viele. Stiehl alle Beuteobjekte. Na gut, war nicht so gut. Naja, ist auch egal. Jetzt habe ich hier noch wieder Zeit. Verplempert hätte ich auch offline machen können. Da oben muss ich hin. Sehen uns, da ist der Bergfried. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ich werde mal neu starten.